Ja, nach Candide hat Hans-Georg Wegener mich gefragt, ob ich nicht wieder bei ihm inszenieren möchte. Und ich hatte natürlich total Lust, weil es einfach wahnsinnig schön ist hier in Weimar und ein tolles Haus. Wir eine sehr schöne Arbeit gemacht haben. Und er wollte was mir geben, was sozusagen meine zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, beide glücklich macht oder zumindest ich mich mit beiden Herzen auseinandersetzen kann. Nämlich zum einen, dass ich wirklich ein großer Freund von unterhaltendem Theater bin und auch unterhaltendem Musiktheater. Und auf der anderen Seite, dass ich auch die klassische Oper sehr schätze und liebe. Schlussendlich war Candide ja auch schon sowas in der Art, das ist ja auch schon so ein Zwitter-Ding, was irgendwie sowohl sehr unterhaltend ist als auch sehr anspruchsvoll. Und deswegen kam er dann auf die Idee, mit mir Ariadne auf Naxos zu machen. Ariadne auf Naxos hat einen unglaublich lustigen ersten Teil, der wirklich sehr auf den Punkt ist, sehr präzise, tolle Komödie ist, die zwar sehr insidermäßig ist, weil es sich wirklich um Backstage im Theater sozusagen handelt, aber trotzdem wirklich ein tolles Tempo hat, einen tollen Drive, wirklich ganz, 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 ganz prima ist. Und hat einen zweiten Teil, die Oper, die tatsächlich sehr langsam und ruhig ist. Grundsätzlich geht es in der Geschichte darum, dass ein reicher Mann ein Diner gibt und sich eingeladen hat, mehrere Künstlertruppen, eine ernste Oper, die neu komponiert worden ist, eben Ariadne auf Naxos und noch eine lustige Truppe. Und nun treffen die sich im Backstage-Bereich und stellen fest, dass sie beide da sind und finden das überhaupt nicht lustig. Das ist ein bisschen so, wie wenn Anna Netrebko irgendwo eingeladen ist, was zu singen und plötzlich trifft sie auf Helene Fischer. Und dann kommt eben im Rahmen dieses ersten Teils auch noch zur Geltung, dass es ein Feuerwerk geben soll. Und dieses Feuerwerk ist um Punkt 9 angesetzt und deswegen müssen diese beiden Sachen jetzt gleichzeitig stattfinden, damit der Zeit Zeitplan eingehalten werden kann. Und so bin ich auf den Gedanken verfallen, das so ein bisschen anders anzugehen, das Ganze, und habe gedacht, was würde denn passieren, wenn man wirklich gleichzeitig spielt? Was passiert denn, wenn wir die Zuschauer aufteilen und wir spielen das Lustige und das Tragische wirklich gleichzeitig? Und heutzutage gibt es natürlich Möglichkeiten, die man 1916 noch nicht hatte, nämlich dass das mit Video gegenseitig übertragen wird und man immer eine Sache erlebt, aber zwei andere zum Beispiel noch auf Leinwänden, auf Bildschirmen gleichzeitig sehen kann. Und das ist etwas, was wir für einen bestimmten Teil der Oper jetzt auch machen werden, dass wir sagen, es gibt mehr als die Oper, es gibt mehr als Ariadne auf Naxos. Wir geben im Prinzip der lustigen Truppe eine eigene und eine etwas kontrastreichere Stimme. Wir spielen im Endeffekt in der Inszenierung mit ganz verschiedenen Formen. Also wir spielen am Anfang sehr reduziert, sehr klar. Dann gibt es die Gleichzeitigkeit durch die Live-Übertragung aus den verschiedenen Orten, an denen gespielt wird. Es gibt aber auch also ganz klassische Szenen. Es gibt dann aber auch am Ende plötzlich eine Gleichzeitigkeit von einem ganz modernen Film, der live hergestellt wird, also in dem Moment auf der Bühne hergestellt wird. Gleichzeitig findet aber trotzdem noch die Liebesgeschichte aus der Antike statt im Stil von 1916. Also wir haben wirklich versucht, ganz verschiedene Ebenen reinzunehmen. Wir haben auch neben dem Haushofmeister, was ja eh eine Sprechrolle ist, den wir ein bisschen ausgebaut haben, haben wir auch noch einen weiteren Schauspieler, der die lustige Truppe sozusagen anführt oder der mit der lustigen Truppe noch Dinge tut, die eben ein Schauspieler noch besser machen kann, vielleicht als ein klassischer Opernsänger. Auch da ist natürlich auf der formalen Ebene, gibt es jetzt ganz viele neue Begegnungen sozusagen, wo Leute in verschiedenen Formen plötzlich beitragen können. Das Schöne ist irgendwie an der ganzen Produktion im Moment, dass dieses Ensemble, was wir hier haben, wirklich mit einer unglaublichen Lust sich in all das reinschmeißt. Also es macht wahnsinnigen Spaß, mit denen das zu erforschen. Es ist ja richtig ein Forschungsprojekt. Man hat die Oper selber, man hat aber auch noch anderes Material. Und wir versuchen jetzt da ein großes Ganzes draus zu machen. Und das geht natürlich nicht allein. Das kann ich mir nicht alles hier in meinem kleinen Kopf irgendwie überlegen, sondern das ist irgendwie eine gemeinsame Arbeit. Und ich finde, es ist wirklich exzeptionell, dass man Leute von dieser Qualität hat, die so eine Lust haben, sich in sowas reinzuwerfen. Und das macht einfach irren Spaß. Also das Publikum ist herzlich eingeladen, ganz andere Aspekte von Ariadne zu entdecken und ganz andere Aspekte an den Figuren vielleicht auch zu entdecken, die alle drinstecken, die alle in diesem Stück irgendwie sind und die wir versuchen, ein bisschen expliziter herauszuholen. Und ich glaube, dass wenn man offenen Auges irgendwie durch diese Inszenierung geht und sich auf diesen Abend einlässt, dass man irgendwie einen ganz spannenden und interessanten Abend erleben kann, wo man Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthals Werk erlebt, aber eben auch noch mehr.